Herr Müller, wir sitzen an einem langen Tisch in Ihrem Haus. Sie wohnen hier, Sie arbeiten hier, Sie betreiben von hier aus, vom südpfälzischen Ort Pleißweiler aus, die Nachdenkseiten. Bevor wir zur spannenden Zeit mit Willy Brandt kommen, kurzer Blick zurück, Ihr politischer Werdegang. Wie sind Sie politisiert worden? Also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo viel diskutiert worden ist und auch viele Menschen vorbeikamen. Damals, müssen Sie sich vorstellen, im Krieg und in der Nachkriegszeit, Flüchtlinge, Vertriebene, Freunde meiner Eltern. Und mein erster Eindruck sozusagen von dem Geschehen war der Krieg. Ich sah des Nachts die brennenden Städte Mannheim, Pforzheim, Heilbronn, Würzburg am Himmel. Das ist ein Eindruck, der bleibt hängen. Und deshalb war ich dann auch, als die Bundesrepublik wieder bewaffnet werden sollte, war ich empört, weil ich gelernt hatte, nie wieder Krieg. Und deshalb habe ich mich dann 1950, 51, 52 als 12-, 13-, 14-Jähriger sozusagen in der Nachhut meiner älteren Brüder politisch engagiert. Und das nachdrücklichste Erlebnis, was ich da hatte, war der stille Kampf mit einem Mathematiklehrer, der vorher Leiter des Helmholtz-Gymnasiums in Heidelberg in der Kettengasse war, und zwar in der Nazizeit. Und von meinem älteren Bruder wusste ich, dass der in Uniform aufgetreten ist zwischen 40 und 45. Und dann, als ich in der Unterterzja, also das ist die heute gerechnet die 7, war, da hat er immer stundenlang, kann man fast sagen, über Panzerschlachten berichtet. Und eines Tages habe ich dann den Mut gehabt, den Finger zu heben und zu sagen, Herr von Neuenstein, wir haben Mathematikunterricht. Und das war sozusagen die praktische Politisierung, wenn Sie so wollen. Sie sind dann später in die SPD eingetreten, kamen dann 68 nach Bonn, zunächst als Redenschreiber von Wirtschaftsminister Schiller. In München an der Uni, da bin ich auch angeworben worden. Und wir hatten dort einen Club, einen wirtschaftspolitischen Club von Menschen, die sich für ökonomische Theorie, aber auch für praktische Politik interessierten. Und eines Tages hatten wir zu dem Forum, das wir veranstaltet, den parlamentarischen Staatssekretär von Karl Schiller eingeladen. Und der fand das faszinierend, so eine Truppe zu treffen und hat am nächsten Tag gefragt, ob einer von uns Reden schreiben will. Und dann zögerten wir und zwei von uns haben sich dann beworben, ich und ein Freund. Und wir sind beide angenommen worden und deshalb bin ich ab 68 dann in Bonn der Redenschreiber von Karl Schiller gewesen. Das ist ja ein relativ einfacher Karriereeinstieg für Sie damals gewesen. Ja, das ist, manche Leute staunen heute, was damals möglich war, muss man immerhin sehen. Ich bin zu A16 eingestellt worden und mein Freund und Kollege zu A15. Das ist sozusagen das Niveau einer Schulleiterin, wie ich das dann später an meiner Frau sehen konnte. Aber das war nicht überbezahlt. Wir haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Ich hatte in einem Jahr gerade mal 3 Wochenenden mit meiner Familie. Alles andere wurde durchgearbeitet. Deshalb, aber es war wirklich ein sehr guter, direkter Einstieg. Ich musste nicht die Ochsentour in diesem Ministerium von unten her machen. Und so haben Sie die damalige Wirtschaftspolitik nicht nur hautnah miterlebt, sondern ja wahrscheinlich durch die Reden auch mitgeprägt, kann man das sagen. Das will ich nicht übertreiben. Mitgeprägt habe ich eine wichtige Entscheidung dann im Wahlkampf 1969, die auch eine wichtige Sachentscheidung war. Da ging es genau wie heute um die Frage, was machen wir mit den großen Exportüberschüssen, die wir in Deutschland haben. Karl Schiller war dafür, die D-Mark aufzuwerten. Das war damals noch möglich. Heute muss man das anders machen. Aber er hat das vorgeschlagen und es gab darüber einen Disput mit dem damaligen Bundeskanzler Kiesinger. Und dann wurde ich von ihm in eine Gruppe delegiert, die das Thema Aufwertung im Wahlkampf 1969 begleiten sollte. Die gab es also nicht, aber wir kämpften darum und das war sachlich absolut notwendig und es war politisch fantastisch, weil wir den Kiesinger und den Strauß in die Enge treiben konnten und die SPD ein wirtschaftspolitisches Profil bekam, was sie nie mehr hatte seitdem, nämlich hochkompetent zu sein. Und wir haben auch die damals konservative Zeitungen wie die FAZ oder das Handelsblatt aufgerollt, weil es sachlich richtig war. Und das ist sicher ein ganz wichtiger Beitrag dann zum Wahlerfolg 1969 gewesen. Und da gab es ja den Kanzlerwechsel dann.
Erklären Sie doch nochmal, was das für Konsequenzen hatte, die D-Mark-Aufwertung, und weswegen man dagegen sein konnte oder dafür. Also dagegen war Franz Josef Strauß wegen der Münchner Rüstungs- und Flugzeugindustrie, übrigens auch der Sozialdemokrat Klaus von Dohnanyi aus gleichen Gründen, der kam aus München. Exportüberschüsse heißt ja immer, man lebt unter seinen Verhältnissen, man verschenkt etwas. Und das wollten wir damals vermeiden. Heute ist man so blöd, dass man das nicht mehr vermeiden will. Heute feiert man die Exportüberschüsse. Wir haben damals, das ist fantastisch typisch eigentlich, wir haben eine Anzeige vorbereitet in der Bild-Zeitung, deren Überschrift hieß, wir verschenken jeden 13. VW. Muss man sich heute mal vorstellen, wo Frau Merkel herumrennt und sagt, wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Das müssen wir schon, aber man muss in einem solchen System wie heute auch dafür sorgen, dass die anderen auch was verkaufen können. Und das heißt, dass wir einigermaßen ausbalancierte Zahlungsbilanzen und Leistungsbilanzen haben müssen. Und damals hatte man noch die Einsicht, da sehen Sie auch, wie wirtschaftlicher Sachverstand gut sein kann und wie er niedergehen kann. Also wir haben in diesem Bereich wirklich einen Niedergang des Wissens und der politischen Umsetzung des Wissens. Ja, und dann kam der Wahltag und dann gab es eine knappe Wahlsieg einer neuen Koalition aus SPD und FDP. Ich war im Krankenhaus in dieser Nacht in Bonn in der Isolierstation und am nächsten Morgen hatte ich drei Blumensträuße. Einen von Karl Schiller, das war klar, dessen Mitarbeiter war ich. Ein Blumenstrauß von Wischnewski, der war damals Bundesgeschäftsführer und hatte mitgekriegt, oder mit dem hatte ich im Wahlkampf ganz eng zusammengearbeitet, und einen von Willy Brandt. Und der hatte mitgekriegt, welche Rolle ich bei der Durchsetzung des Themas Aufwertung gespielt hatte. Und das war aber auch zugleich die Einleitung dafür, dass ich dann im Anschluss an diesen September 69, war schon wenige Tage später im Oktober, von Wischnewski gefragt wurde, ob ich wechseln wolle in die sogenannte Baracke und dort die Leitung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Wahlkämpfe der SPD übernehmen wolle. Das ist ein richtig romantischer Auftakt, Blumen von Willy Brandt und dann enger Mitarbeiter von ihm. Wie war das dann, als Sie zum ersten Mal mit ihm zusammensaßen? Oh, daran erinnere ich mich nicht mehr, weil ich ja vorher auch öfter mal mit ihm zusammengesessen hatte, allerdings mit Karl Schiller. Tut mir leid, weiß ich einfach nicht. Ich habe dann mit meiner Arbeit begonnen in diesem Parteivorstand. Und dort habe ich dann 3 Jahre gearbeitet. War intensive Arbeit, vor allem der Verbesserung der innerparteilichen Kommunikation. Dabei habe ich Herbert Wehner gut kennengelernt und kennengelernt, was für ein destruktiver Mensch er war. Ich habe ein völlig anderes Wehner-Bild als manche Leute, als vor allem Leute in der Partei, der SPD. Die halten den für den großen Macher, den großen organisatorischen Könner. Die Organisation der SPD war, als Wischnewski dahin kam 1968, wirklich auf dem Tiefpunkt. Und als ich hinkam, war noch die Organisation der innerparteilichen Kommunikation, also der Information der Ortsvereine, der Mandatsträger in den Ländern und den Gemeinden, war wirklich auf Null. Dafür war Herbert Wehner verantwortlich. Und dann machten wir einen Versuch, diese Kommunikation zu verbessern. Und ich habe ständig Prügel zwischen die Beine geworfen bekommen von ihm, weil er nicht wollte, dass das Ansehen von Brandt verbessert wird. Und das war eindeutig eine Verbesserung des Ansehens, was wir dann gemacht haben, mit verschiedenen Publikationen, die wir im Laufe dieser 3 Jahre dann auf die Beine gestellt haben. Das hat man ja schon öfter gehört, dass Wehner Brandt nicht wollte. Warum nicht? Also ich kann in die Seele von Herbert Wehner nicht schauen. Das möchte ich auch jetzt bei dieser Gelegenheit nicht tun. Ich kann nur sagen, was ich erlebt habe. Er war destruktiv. Er war auch unmenschlich in manchen Sachen, hat sicher auch viel Soziales Gutes getan, das will ich gar nicht bestreiten, aber im Umgang war er nicht sehr human. Er mochte an Willy Brandt wahrscheinlich Verschiedenes nicht. Einmal wäre er wahrscheinlich selbst gerne SPD-Vorsitzender geworden, er wäre wahrscheinlich auch gerne Bundeskanzler geworden. Ihn hat gestört 1969, dass Willy Brandt diese Chance zur kleinen Koalition und damit zur Kanzlerschaft für die SPD nach 20 Jahren ergriffen hat. Herbert Wehner und Helmut Schmidt hätten gerne mit der Großen Koalition weitergemacht. Das ist auch eine Parallele von heute, wo die SPD-Führung auch nicht die Versuche macht, endlich mal wieder den Kanzler zu stellen, sondern weitermacht mit der Großen Koalition. Damals war es noch klarer, dass man es machen könnte. Es gab einen Vorsprung von 12 Mandaten am 28. September 1969. Aber Herbert Wehner wollte das nicht, weil er sich mit Kiesinger gut verstand.
Und das muss man sich mal vorstellen. Das wissen auch ganz viele SPD-Mitglieder und Anhänger nicht, dass man damals diese Chance hätte fahren lassen. Mann heißt Wehner, Mann heißt leider auch Helmut Schmidt. Wie ist es dann gekommen, dass es doch anders kam? Das war eine abenteuerliche Nacht. Manche sagen, selbst Peter Brandt sagt, es war eine Art von Putsch von Willy Brandt. Würde ich ein bisschen milder sagen. Der hat die Chance gepackt, hat sie aber auch vorbereitet. Und dann kam die Wahlnacht und die erste Meldung war, dass die CDU die absolute Mehrheit hat. Da waren alle traurig. Ich habe es ja nicht erlebt, weil ich im Krankenhaus war. Und dann änderten sich die Hochrechnungen bzw. die vorläufigen Ergebnisse und dann gab es diese knappe Mehrheit und da hat er dann mit Scheel telefoniert. Das sind jetzt Geschichten, die ich von Freunden erfahren habe, aber aus zwei Quellen und das ist eine wirklich schöne Geschichte. Er hat mit Scheel telefoniert und Scheel hat gejammert, weil die FDP abgesunken ist auf 5,8% und hat gesagt, er weiß es nicht, ob er es schafft und hat gesagt, ja, mein nationalliberaler Flügel, das wird schwierig und so weiter. Und da gibt es den Josef Ertl in Bayern, der ist eine zentrale Figur. Und dann hat Willy Brandt bei Volkmar Gabert, das war der SPD-Vorsitzende und Fraktionsvorsitzende in München, also von der bayerischen SPD, bei dem angerufen und hat gesagt, Volkmar, du kennst doch den Josef Ertl, ruf doch den mal an. Dann hat der Volkmar Gabert den Ertl angerufen und der Ertl war schon etwas müde und vielleicht auch ein bisschen Bier und war nicht sehr gewillt, darüber zu reden und fand es gar nicht so doll, dass er jetzt dafür sorgen soll, dass der Brandt, der ja auch in Bayern verhasst war, dass der nun Bundeskanzler wird. Da hat der Volkmar Gabert auf eigene Kappe genommen, zu sagen, du wirst auch Minister. Und da hat der Ertl gesagt, ja, wenn es monst, dann kannst du dem Brandt sagen, dass ich mitmache. Ein wunderschöner Coup in der Nacht und meines Erachtens zeigt es auch, dieser Fall alleine zeigt, welch ein Quatsch es ist, wenn überall erzählt wird, dass der Willy Brandt ein Zauderer gewesen sei, Willy Wolke und was alles erzählt wird. Das sind lauter Elemente dessen, was ich üble Nachrede nenne. Das ist überhaupt kein übertriebener Begriff. Willy Brandt hat enorm gelitten unter übler Nachrede und zwar unter beständiger. Ständige Schimpfereien gegen ihn, ständige Stänkereien. Das musste ich ja dann beobachten in meiner neuen Funktion. Und ich kann Ihnen sagen, das war entsetzlich, was man sich ja gar nicht vorstellt, dass eine Parteiführung nicht miteinander arbeitet, sondern gegeneinander arbeitet. Das wissen die meisten Leute nicht. Jetzt ein bisschen mehr weiß man davon, aber damals war mir das auch als SPD-Mitglied, der ich von München kam, war mir das nicht geläufig. Dass er von außen angefeindet wurde, also da fällt einem natürlich auch Adenauer ein. Das kann man ja zumindest noch nachvollziehen, aber das, was Sie schildern aus der eigenen Partei. Also man muss vielleicht zu dem Äußeren noch sagen, und das gehört ja auch zusammen, Treibjagd heißt ja, dass es verschiedene sind. Die Jagdgesellschaft war groß. Ja, es gab Adenauer mit seiner unflätigen Andeutung über die uneheliche Geburt. Es gab mieseste Attacken wegen seiner Emigration, seiner Flucht vor Hitler nach Norwegen. Es gab ganz schreckliche Vorwürfe, auch von psychisch kranken Leuten. Damit musste er sich im Wahlkampf 1972 herumschlagen. Und zwar solchen, die mit Zehntausenden von Flugblättern verbreitet worden sind. Also das war das eine, zu dem dann auch noch kam eine massive Intervention der deutschen Wirtschaft und wirtschaftlich mächtiger Leute im Hintergrund. Also die deutsche Wirtschaft hat interveniert mit einer ganzseitigen Anzeige im November 1971, wir können nicht länger schweigen. Das ging gegen einen Steuerparteitag der SPD und ihren Versuch, die Steuern ein bisschen gerechter zu verteilen. Das war schon den Wirtschaftsgrößen eine ganzseitige Anzeige wert. Wir können nicht länger schweigen.